Moin, heute möchten wir über den Film Transit reden. Und zwar die Figuren im Transit. Dies ist ein Film von Vin, Marcel und Sai. Los geht's! Das ist Georg. Georg ist einer der beiden Protagonisten im Film Transit. Georg ist kein klassischer Held in dem Sinne, dass er Eigenschaften wie Mut, Ehrlichkeit und Treue besitzt, sondern genau das Gegenteil. Zu seinen Mitmenschen zeigt er Eigenschaften wie Unehrlichkeit, ist manipulativ und hinterlistig. Genau die Eigenschaften eines Antihelden. Während Georgs Aufenthalt in Marseille trifft er auf Marie. Marie findet er sehr anziehend und interessiert sich vermehrt für sie. Marie ist aber auf der Suche nach ihrem verstorbenen Mann, aber von dem sie nicht weiß, dass er sich das Leben genommen hat. Im Film werden zwei entgegengesetzte Beziehungsgeflechte deutlich. Dies sind zum einen die Beziehung zwischen Georg, Richard und Marie und zwischen Georg, Triss und Melissa. Georg hat sich scheinbar in Marie verliebt und steht dadurch in Konkurrenz zu Richard, der auch Gefühle für sie hegt. Von Neid, Eifersucht und Liebe getrieben, versucht Georg, Marie für sich zu gewinnen und entscheidet sich auch kurzzeitig dafür, mit Marie nach Mexiko zu fliehen. Diese Entscheidung hatte auch einen Einfluss auf die Beziehung zu Triss und seiner Mutter, da er durch Dries verantwortungsbewusster gehandelt hat und Georg eine Art Vaterersatz für Dries war. Die Zuneigung von Dries bot Georg eine Art Heimat, eine neue Familie. Georg steht zwischen den Stühlen. Marie und zum Teil Richard verleiten ihn in Richtung Mexiko und weg von Marseille, sehr zum Ärger von Dries, der sich verraten und verlassen fühlt. Auf der anderen Seite steht halt Triss und seine Mutter, die ihn in Marseille halten. Dieser Zwiespalt schafft eine gewisse Art von Spannung innerhalb Georg, die ihm zu einer Entscheidung drängt. Mexiko oder Marseille? Letzten Endes entschied er sich für Marseille, aber verlor dabei gleichzeitig alle. Marie ist mit der Real untergegangen. Und Triss und seine Mutter? Nun ja. Die sind umgezogen. Hätte er sich früher entschieden oder wäre er entschlossener gewesen, hätte er vielleicht einen von beiden noch geerbt. Aber so ist er geblieben, wie er gekommen ist. Allein.